Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Terminsituation bei den Berliner Bürgerämtern hat sich ja im Vergleich zum letzten und vorletzten Jahr deutlich entspannt. Das hat man jetzt in der Zeitung lesen können, aber der ein oder andere von Ihnen wird das ja vielleicht schon am eigenen Leibe erfahren haben. Die Tatsache, dass es jetzt in der Stadt wieder möglich ist, innerhalb von einer halbwegs akzeptablen Frist einen Ausweis zu bekommen, kann allerdings kein Grund sein, jetzt gleich die Korken knallen zu lassen. Wir sollten uns lieber ein wenig in Demut üben. Das war nämlich noch keine großartige Reform. In Wirklichkeit ist es so, muss man sagen, dass wir unerträgliche Missstände beseitigt haben. Und wenn wir einigermaßen ehrlich sind, müssen wir auch zugeben, dass es hier an der Stelle beim Sparen nicht nur gequietscht, sondern auch mal geknallt hat. Anlass zur Demut haben aber auch durchaus diejenigen, die Bürokratieabbau eben nicht von Personalabbau unterscheiden können und blindwütig auf eine Verwaltung einprügeln, die sie abwechselnd für unfähig, überbezahlt und stinkfaul erklären. Ich möchte hier nämlich mal die Lanze brechen für diejenigen, die in der Vergangenheit ihr Bestes gegeben haben, um unter wirklich zum Teil sehr schwierigen Bedingungen in ihrem Bereich alles am Laufen zu halten. Nein, wir werden uns auf keinen Fall damit zufrieden geben, mit dem, was wir bislang erreicht haben. Mit der Flickschusterei muss für alle mal Schluss sein. Als Koalition haben wir da klare Ziele. Wir wollen gemeinsam mit den Bezirken sicherstellen, dass es möglich ist, innerhalb von 2 Wochen sein Anliegen auf dem Bürgeramt abzuwickeln. Damit das klappt, muss vor Ort der Service verbessert werden. Und letztes Jahr hat die Senatsverwaltung für Finanzen da bereits eine Organisationsuntersuchung vorgelegt, die sinnvolle Empfehlungen enthält, die es jetzt umzusetzen gilt. Wir brauchen einen besseren und leichteren Zugang zu den Dienstleistungen der Bürgerämter. Und abgesehen vom Ausbau des Servicetelefons muss es zukünftig möglich sein, all das online zu erledigen, was man auch sicher online erledigen kann. Das beinhaltet im Übrigen auch die An- und Abmeldung von Wohnungen, wie hier im FDP-Antrag vorgesehen. Wer sich im Moment durch die Bürgeramtsseite klickt, wird schnell feststellen, dass auch die Darstellung der Aufbau verbesserungsbedürftig sind. Da gibt es noch eine Menge Luft nach oben. Einen Pass zu beantragen und eine Wohnung anzumelden, das muss zukünftig so einfach werden wie Online-Banking oder ein Auto bei einem Carsharing-Unternehmen zu mieten. Sie werden sich jetzt vielleicht an die Geschichte erinnern, wo 3 junge Unternehmer im Netz die digitale Vermittlung von Bürgeramtsterminen angeboten haben. Das war ja im Prinzip nichts anderes als eine digitale Warteliste, auf die man sich setzen konnte, wenn es eben keine freien Termine mehr gibt. Diesen Service wird es in Zukunft öffentlich und kostenfrei geben. Und wer dann doch mal direkt zum Amt hingehen muss, kann sich künftig die aktuelle Wartezeit online anzeigen lassen. Das alles noch viel mehr wollen wir mit diesen beiden Anträgen auf den Weg bringen und ergänzen diese Punkte noch um einiges, was die Berliner Standesämter anbetrifft. Auch hier deutet sich an, dass es dringend nötig ist, sich mal die Personalausstattung und die Abläufe genauer anzuschauen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man nur noch zum Amt gehen muss, wenn es gar nicht anders geht, dann bleibt mehr Zeit für diejenigen, die sich im Internet nicht zurechtfinden oder vielleicht nicht so gut zurechtfinden. Das, was ich eben beschrieben habe, mag für die meisten von uns Kinder leicht sein, aber eben noch nicht für alle. Mir geht es darum, dass wir die Älteren und die Alten nicht vergessen, die auf dem Amt dann doch auf ganz und gar altmodische Attribute wie Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit angewiesen sind. Im Übrigen, die erste technische Erfindung, also die ich nicht mehr verstehen werde, die wird wahrscheinlich jetzt schon erfunden sein. Wir haben es mit zusätzlichem Personal und einer Menge Geld tatsächlich geschafft, die Bürgerämter wieder in so eine Art Normalzustand zu versetzen. Weitere Schritte müssen folgen. Als Hauptstadt, als Metropole und als Zentrum digitaler Innovationen müssen wir den Anspruch erheben, hier zum Vorreiter zu werden. Hier bei uns in Berlin müssten eigentlich die Standards von morgen entwickelt werden. Nicht nur bei den Bürgerdiensten, erwachsen durch die Digitalisierung und durch das kreative Potenzial hier sehr viele Chancen. Aber genau da scheinen wir uns ja eins zu sein, auch mit der FDP, dass wir da noch eine Menge machen können. Ich fände es jedenfalls sehr gut, wenn wir mal nicht dem Ruf der Berliner Politik gerecht werden würden, uns immer irgendwie weiter durchzuwursteln. Und wenn wir das dann hinkriegen, dann können wir von mir aus auch den Shampoos rausholen. Herzlichen Dank.